Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Monroe Präsenz Leben. Ich habe heute die Ehre, den Robert Lolöchelt bei mir zu haben. Wir haben ganz spannende Themen vorbereitet. Der Robert selbst ist auch ein ganz spannender Mensch, muss ich mal sagen. Also wir haben uns vor ein paar Monaten kennengelernt. Ja. Das war ungefähr, war auch eine ganz lustige Geschichte eigentlich, weil du uns vom Seminar nach Hause gefahren hast, ne? Das war ja so. Und was ist dann passiert? Ich durfte sogar im Auto was vorsingen. Das war irgendwie so der Start unseres Kennenlernens. Und jetzt, da ich eben mich gerne mit Leuten unterhalte, die eine tolle Präsenz im Leben und auf der Bühne haben, habe ich mir gedacht, den Robert mal einzuladen, wäre echt eine super Nummer, weil er auch eine ganz spannende Geschichte hat. Also, der Robert ist 32. Nochmal ganz kurz eine Einführung. Ja, der Robert ist 32. Gerne. Und man kann bei seiner seiner Insta-Biografie ganz kurz lesen, Coach für Lebensenergie und Coach für Rheuma-Patienten, nenne ich es jetzt mal. Und was das alles damit auf sich hat, was das mit Präsenz zu tun hat, das erfahren wir dann also gleich. Und da freue ich mich schon drauf, den Robert ein paar Fragen stellen zu können. Ja, und danke, dass ich auch dabei sein darf. Ne? Danke fürs Zuschauen. Ja, schön, dass du da bist und dass das so spontan auch geklappt hat. Gerne, gerne. Ja, also Robert, möchtest du noch ein paar Dinge zu dir selber nochmal sagen, was jetzt die Leute vielleicht wissen sollten über dich? Dann darfst du gerne jetzt starten. Ja, du hast ja schon gut gesagt. Also wie gesagt, ich bin so ein gut lebendiges Beispiel und ein gut praktischer Beweis, dass man noch sehr viel Lebensqualität aus seinem Leben rausholen kann. Ja, also ich war so früher mal schwer erkrankt an Rheuma und Gelenkproblemen und habe auch eigentlich, also wirklich ohne so eine große Krankenakte, ja, und da stehen ganz, ganz viele Allergien, unheilbare Krankheiten und ich selber war wirklich mal im Rollstuhl, deswegen so meine Metapher, die aber der Wahrheit entspricht, so vom Rollstuhl zurück ins Leben und weil damit einfach schon so eine starke Aussage getroffen ist, weil man sich ja auch in Zeiten wie heute sehr kurz erklären muss, ja, ne? Weil wir in so einer Informationsflut sterben quasi und irgendwie immer weniger weise und immer weniger herzlich werden. Ne? Und ich habe es auf jeden Fall geschafft und deswegen ist auch meine Zielgruppe, klar, das wirkt alles so Körper, Geist und Seelenmäßig so ganzheitlich, was ich mache, ne? War auch immer mal lange Zeit in so einem, also 5 Jahre lang in so einem Seminarzentrum tätig, wo ich auch viel mit veganem Kochen gelernt habe und so, ne? Und alles über Körper, Geist und Seele gelernt habe. Also ich bin halt wirklich auch nur, also was heißt gesund? Oder ich bin halt heil geworden und muss dieses Level halt auch immer täglich halten. Ne? Ist wie so ein Profi-Sportler. Ne? Die Leute denken immer, wenn du irgendwie Heilung erfahren hast, musst du danach nicht mehr dafür tun. Oder wenn du einmal Erfolg hast im Leben, musst du danach nicht mehr dafür tun. Das geht ja immer weiter. Du musst ja auch das Level halten. Ne? Und das ist ja wie ein Sportler, wenn Cristiano Ronaldo nicht jeden Tag 8 bis 10 Stunden trainieren würde und mit seiner Ernährung und der schläft ja schon 12 Stunden am Tag, das wissen ja viele gar nicht, was der alles macht jeden Tag, der ist ja nicht umsonst so erfolgreich und hat dann noch natürlich sein übelstes Talent mitgebracht, was er immer fördert, aber man muss immer das Level halten und da will ich auf jeden Fall viele Menschen inspirieren, auch gerade im Rheuma-Bereich, weil ich halt nicht so viele Leute kennengelernt habe, die das geschafft haben. Die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, die haben das nicht geschafft. Die haben mal kurz irgendwie was angedeutet, wollten mal irgendwie eine Veränderung machen oder wollten versuchen, ähnliche Sachen zu machen wie ich, aber haben nicht den Willen, das durchzuziehen, weil sich halt unfassbar viel in dir verändert. Und ich habe es auch nur geschafft, auch vor allem über auch viele spirituelle Dinge gesund zu werden, diese ganzen Prinzipien halt gelernt, was die Ernährung anbetrifft, mit basischer Ernährung, ganz viel Superfoods, Chlorophyll, Ballaststoffe, denn der geistige Aspekt ist genauso wichtig, wenn der nicht stimmt, aber die Ernährung stimmt, dann brauchst du die auch nicht gesund ernähren, weil der Geist macht ja im Grunde wie wirklich fast 90% aus, dass man halt wirklich einfach auch positiv bleibt, ja, und präsent im Augenblick ist, ne, präsent im Leben, überall muss man einfach präsent sein, sein Leben lang, ja, und wenn man auch irgendein Ziel erreicht hat, dann geht es danach trotzdem weiter, kann man sich nicht ausruhen oder so, ja, und ja, und mit ganz vielen spirituellen Dingen, Meditationstechniken beschäftigt, dass halt einfach, also es gibt ja Energieprinzipien, ne? Also es geht ja, wenn deine Lebensenergie einfach hoch ist, wissen viele, dass es einem gut geht, die Kreativität ist erweckt, wissen viele, wenn sie im Urlaub sind oder wie es ihnen nach dem Urlaub geht, wenn sie Sonne, Meer, Strand haben, all inclusive, ja, egal, ob du dich da
fleischlastig oder so ernährst, ist ja immer dahingestellt, aber diese ganze Entspannung, jeder weiß das, ja, wie danach die Arbeit flutscht und wie wenn du vorher ausgelaugt bist, der sogenannte Burnout ist einfach nur ein Energieverlust, wo dein Körper dir deine Grenzen zeigt. Und so ist es auch mit Krankheiten, die kommen ja nicht ohne Grund, ja. Haben ja auch immer eine Vorgeschichte, aber die können auch wieder gehen. Also ich habe halt wirklich gelernt, nach 12 Jahren, jetzt gehe ich diesen Weg, dass ich jetzt ganz viel an die Öffentlichkeit damit gehe, weil das einfach so stark in mir ist. Ja, dass also so wird das, ich mache halt meine Lebensenergie auch viel über Meditation so hoch, dass ich halt merke, das ist wie so ein Regenfass, was überschwappt vor Energie. Und wenn es halt voll ist, dann sucht ja das Wasser wenn das überschwappt, sich seinen eigenen Weg. Und so ist es auch beim Energiethema. Wenn du irgendwann so viel für dich erreicht hast, dann kannst du das nicht für dich behalten. Du musst es weitergeben. Ja? Das ist ja mit allem so. Ne? Und ist ja auch klar, wenn du heutzutage eine Coaching-Ausbildung machst, willst du dir auch weitergeben, ja? Du willst ja nicht das Wissen für dich behalten und dafür ist ja das Leben auch da, ne? Ich würde gerne genau an der Stelle nochmal Ja. ansetzen. Vor 12 Jahren, hast du gesagt, war so der Tiefpunkt, ne? Und vor allem Ja, deine, die ja. Aussage vom Rollstuhl zurück ins Leben, die ist ja schon sehr kraftvoll. Ja. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, und ich kann mir auch vorstellen, dass Zuschauer und Zuhörer sich auch die Frage stellen, was hat es denn genau damit auf sich? Warum hast du im Rollstuhl gesessen und was heißt für dich, zurück im Leben zu sein? Ja. Ja, also wie gesagt, ich bin halt, also Adulta mobis still hieß diese Rheumakrankheit und ich habe halt selber damals mal den Fehler gemacht. Also ich habe die erste Diagnose so wie 2003 bekommen. Ich habe immer wieder gemerkt im Leben, dass ich halt keinen Stress vertrage, so ja, dass ich da einfach überhaupt nicht, also mit dem Leben war ich so hypersensibel allen gegenüber, ja, schon immer. Hab unfassbar viele Dinge wahrgenommen, wo ich immer, und alle sagen natürlich immer, ja, du bist ja zu sensibel, aber das ist gut, dass du so sensibel bist. Heute weiß ich, dass es gut ist, ist überhaupt nicht schlecht, ja. Und wir brauchen sensible Menschen in dieser Welt, ja. Und nicht nur Oberflächlichkeiten und nicht nur Hauptsache, jeder hat sein Handy und so, ne. Das ist einfach total wichtig, das Mitgefühl für sich, für andere zu haben. Und ich habe halt, ja, nach der Schule war auch sehr stark. Das ging dann aber ich habe dann eine Lehre angefangen, ja. Also unglaublich, aber war aber auf dem Bau Heizung und Sanitär gelernt. Ich war 4 Jahre auf dem Bau. Sehr, sehr hart war das. Gerade mit meinen ganzen Gelenken. Aber ich habe das echt geschafft. Aber es ist ganz, ganz stark ausgebrochen am Ende meiner Lehre, ja. Ich wollte dann irgendwie nach Hamburg ziehen, das war 2007. Und da war es so, dass ich halt gemerkt habe, okay, jetzt kriegt das wieder hier. War ein Jahr vorher schon in der Rheumaklinik Buch und dann habe ich mir halt selber mit Cortison und MTX, also so Methotrexat, dann eben so auch ganz stark für Chemotherapien und Chemopatienten, die Krebs haben und so. Und dabei wirkt das eigentlich ja nicht. Ja. Das habe ich viele Jahre später erst rausgefunden. Das ist ein ganz, weil ich war ungefähr bei 15, 16 Heilern, auch Geistheilern und Heilpraktikern und so. Und immer wieder habe ich dieselbe Aussage gehört, dass das einfach das übelste Rattengift ist. Also wenn jemand mal von MTX und Methotrexat hat, macht das nicht. Das macht dir so, das ist so wie die Milch, ja. So ist dasselbe. Es hat zwar einen heilenden Wirkstoff, aber mehr Placebo-Effekt. Und es raubt dir aber so viele Dinge im Körper an Mineralien und es macht dir deine Organe so viel kaputt, dass das ja überhaupt gar nicht ausreichen kann, wie das Calcium in der Milch, was die Milch hat, was du überhaupt gar nicht aufnehmen kannst, weil die ja viel mehr Kalzium rauszieht, die Milch, an Übersäuerung und so. Und ja, ich war halt wirklich im Rollstuhl, ich war mit Cortison vergiftet, ich habe da über eine längere Zeit, aber ich habe sogar 3 Nahtoderfahrungen schon hinter mir und das war echt krass, ich habe Schmerzen gehabt. Ich wurde auf Toilette getragen, monatelang und ich bin einfach nicht gestorben. Ich wollte wirklich sterben, aber ich bin nicht gestorben, ja, ich sah aus. Ich meine, jetzt wiege ich so 83 Kilo, kann sie in ja keiner voll. Ich war auf 59 Kilo runter, ja, und sowas. So was habe ich mehrmals erlebt. Ich habe auch immer wieder im Laufe der Jahre viele Rückfälle erlebt, ja. Wenn ihr da die genaue Geschichte so mal hören will, ich habe ein ganz, ganz langes YouTube-Video einfach mal über die Wahrheit meiner Geschichte, ja, erzählt, ja. Das geht übelst lange, weil das würde sonst den Rahmen jetzt hier sprengen. Ich muss es ja kurz fassen. Aber wenn es jetzt wirklich um Thema Heilung geht, und präsent im Leben, kann ich nur sagen, also du musst Körper, Geist und Seele jeden Teil wirklich beachten, gerade im Gelenkbereich, im Allergiebereich. Wenn du dich energetisch so runtergewirtschaftet hast und dann du sogar merkst, dass das Leben
immer wieder dich in so einem gewissen Punkt bringt. Das ist der Aspekt der Seele, den viele nicht so verstehen, weil sie den noch nicht so fühlen. Den verstehst du erst, wenn du den fühlst. Und du kommst halt am meisten durch Meditation daran, ne? Um dich einfach damit zu verbinden, einfach mit den Lebenselementen, ne? Und mit dem morphogenetischen Feld, mit dem Universum. Du nennst deine Seele, du nennst dein Herz, einfach dein Glücksgefühl, ne? Ne? Jeder Mensch weiß ja, dass er irgendwas hat, was ihn glücklich macht. Das macht ihm natürlich auch Spaß. Sei noch so oberflächlich, aber dann mach es einfach weiter. Aber ich meine, wirklich, das soll auch ein bisschen Sinn ergeben im Leben, ne? Nicht nur irgendwie, keine Ahnung, PlayStation spielen oder sowas. Das macht ja auch Spaß, ne? Aber du weißt ja, was ich meine. Und ich habe die stärkste Heilung einfach erfahren. Das war halt auch so krass im Energiebereich. Ja, ich bin 2009 zum ersten Mal also im Seminarzentrum Neue Erde gewesen, wo ich später dann auch von 2010 bis 15 5 Jahre leben durfte. Ja, und da habe ich Heilungserfahrungen gemacht. Ich habe an einem Wochenende habe ich all meine Krankheiten verloren, nur durch katharsische Übungen, ja, geistige, seelische Reinigungen und alles vor allem selber gemacht unter Anleitung. Da werden halt künstlich Emotionen erzeugt, ganz tiefgehende Meditationen gemacht. Da wird sich so in einer Gruppe, geschieht ja von ungefähr 20, 30 Leuten. Ich kann das nur empfehlen, ja, wirklich. Und das hat sich dann irgendwann dahin entwickelt, dass ich halt wie vom Leben angefüttert worden bin. Immer wenn ich dahin gefahren bin, war ich gesund. Immer wenn ich nach Hause gefahren bin und mein altes Leben leben wollte, ich wollte eigentlich immer normal sein, ne? Und habe einfach nicht gemerkt, Mensch, klar, mein Verstand will gerne einfach normal sein, alles essen und arbeiten und so, und ganz, ganz normal sein, ne? Was ist überhaupt normal heutzutage? Aber wir wissen ja, ich hätte das gerne gehabt, so, ne? Aber ich muss dann einfach wirklich das loslassen und einfach sagen, ey, wenn ich dahin fahre, werde ich gesund. Also ist das irgendwie mein Weg. Und als ich das erkannt habe, habe ich viele Jahre gebraucht, weil ich ja auch einfach mal weil mir auch viel meiner Jugend auch hier raubt worden ist, sozusagen, was ich immer gedacht habe, war nun aber mein Weg. Ne? Und jetzt kann ich damit auch an der Öffentlichkeit. Und wie gesagt, da habe ich dann 5 Jahre gelebt und jetzt bin ich seit 2000, Ende 2015 wieder hier in Berlin und mache halt mein eigenes Ding, weil ich auch wieder gemerkt habe, dass ich einfach raus muss damit. Ja? Und ja, googelt auf jeden Fall mal das Seminarzentrum, weil die haben diese Seminare, die so heilsam sind, bieten die für 300 € oder 350 € an. Und da würde man woanders wahrscheinlich einige Tausende zahlen. Und die sind halt aber nicht so Mainstream, Social Media lastig. Die sind da eher so für sich zurückgezogen mehr, was ich okay finde. Aber mein Weg ist jetzt wirklich komplett auch fern für Social Media zu machen und einfach mit dem Beispiel rauszugehen, dass es noch was anderes gibt, wenn einer nicht weiter weiß in Sachen Schulmedizin und so, ne? Oder irgendwas anderes, denn ich kann unheimlich viele Lebensbereiche abdecken. Natürlich ist mein Special natürlich alles, was hier Lenke, Haut angeht, auch Allergien, auch viel Ernährung und so, ne? Weil ich auch viel in der Küche war und so und alles da gelernt habe, aber trotzdem die Energie, die ich so habe oder die Techniken, die ich da entwickle oder an Morgenroutinen oder an ganz Kleinigkeiten, was auch mit Wasser oder was mit ganz Kleinigkeiten an Nahrungsergänzung zu tun hat, wo kaum einer drüber redet, wie Magnesiumchlorid oder sowas, das kennt irgendwie keiner. Und das ist das günstigste und beste Nahrungsergänzungsmittel und das kennt irgendwie keiner, ja. Und das wirkt bei so vielen Sachen. Ey, also ich habe da eine echt riesige Expertise aufgebaut, ja. Und ja, ich verquatsche mich auch gerne, aber Alles gut. Ich muss ja versuchen, das so kurz wie möglich zu fassen. Ansonsten können die Leute sich ja auch informieren noch über auf meine Kanäle, wenn sie wollen. Ne? Absolut. Kann ich auch nur empfehlen. Also ich habe mir auch schon ein paar Videos von dir angeguckt. Was ich aber so extrem spannend finde, du hast es eben nochmal angesprochen, du hattest drei Nahtoderfahrungen. Ich meine, wer, wenn nicht du, kannst dann sagen, was es eigentlich bedeutet, am Leben zu Ja, das ist sein. Und krass. wenn man kurz davor ist, sag ich mal, von einer Klinge Ja. zu springen, wie auch immer. Also wie sieht dein Leben jetzt aus? Mit welchem Mindset gehst du an dein Leben ran, um zu sagen, ich bin jetzt wirklich da? Also ich bin Ja. jetzt wieder da, ich bin da für euch auch. Also ich meine, du hast ja jetzt auch schon in der Szene, in der Community, schon so ein Standing dir auch aufgebaut. Also ich glaube, du bist bekannt wie ein bunter Hund mittlerweile schon, ja. Also Robert Löchelt ist schon ein Begriff. Man sieht aber So, selten, ja, sieht es ne? ja gar nicht so, aber gut, Also dass du das man kommt ja sagst. an dir gar nicht vorbei. Nee, wirklich. Also du kannst so einen Mehrwert auch bieten, eben weil du aus der Erfahrung heraus und aus einer langjährigen Erfahrung heraus ja auch schöpfen kannst.
Ja, jetzt sind wir schon ganz schön weit gekommen, auf jeden Fall sehr tief in das Thema reingegangen. Ich würde abschließend gern nochmal von dir hören oder vielleicht auch für unsere Zuhörer und Zuschauer, was denn so die entscheidenden Faktoren für dich sind, um überhaupt so zu leben, wie du jetzt lebst, um so präsent zu sein. Vielleicht kann sich ja der ein oder andere was daraus ziehen, weißt du? Ja, also was ich jetzt, ich kann ja jetzt nur von mir reden, auch aufgrund meiner damaligen Lebensqualität, wo mir so schlecht ging und wie es mir jetzt geht. Und das habe ich auf jeden Fall nur erreicht, weil ich halt immer dieselben Prinzipien beachte, Körper, Geist und Seele, ja. Wenn du dahinter deinen Körper super unterstützt, ja, und in Sachen Geist halt auch meditierst, unterstützt du auch wieder deinen Körper, kurbelst deine Lebensenergie an, ne, was ich alles schon erzählt habe, wie das alles ungefähr wirkt. Und natürlich in Verbindung immer wieder mit der Natur, von allem auf jeden Fall die Mitte, von allem nicht zu viel machen, ja, nicht zu extrem sein in allen Bereichen und die Regelmäßigkeit. Und geh immer auch auf jeden Fall ganz wichtig an deine Grenzen gehen, aber antippen. Und dann erweitern sie sich automatisch von alleine. Ganz wichtig, ja. Gerade im Bereich der Übersäuerung, was nur mit Rheuma zu tun hat und Gelenkengicht oder generell Burnouts oder alles, was der Körper dir für Signale gibt an Schwachpunkte, wo du denn nicht mehr so leben kannst wie vorher, hat ja mit Energieverlust zu tun, egal was für eine Art. Hat alles mit Übersäuerung zu tun, ja. Deswegen tipp immer an deine Grenze an, aber und dann wirklich erweitern sie sich von automatisch. Und dann über einen längeren Zeitraum immer dieselben Morgenroutinen einbauen. Immer dieselben, ja. Am besten, und ich habe das wirklich nur geschafft, und das Prinzip wirkt wirklich bei jedem Menschen gleich. Frühs aufstehen und einen halben Liter nicht zu kaltes Wasser trinken, halben Liter stilles Wasser und bitte nicht aus der Leitung, sondern möglichst gefiltert,